Alles hört auf mein Kommando. Wenn Salomos Raps Pablo Picasso. Ich jag Flows in die Charts hoch, von ganz unten bis nach ganz oben. Und Adolf dreht sich im Grab um. Ihr wollt paar Flowblätter? Okay, dann werd ich mal losschmettern. So klingt es, wenn das Niveau klettert, ihr Klonrapper. Ich war schon immer ein Go-Getter und Hochkämpfer. Ihr Showgangster wollt beefig für euch zum Metzger. So, jetzt kommen wir natürlich auch zum Finale. Das erste Mal in Leipzig. Die Battlemania hat ein, ich sag mal, interessantes Ende gefunden. Wir haben hier Chrome, der sich bisher wirklich wacker geschlagen hat. Und wir haben Camo, der leider schon im Halbfinale gezeigt hat, dass er nicht so wirklich vorbereitet war für die A Cappellas. Jetzt frage ich erstmal dich so. Du wusstest natürlich aus dem Halbfinale, was er kann und hast ihn ja auch schon verfolgt. Und dann musst du ihm im Finale gegenüberstehen. Und da geht es ja auch um ein bisschen mehr. Wie war das für dich? Erzähl mal bitte. Ich dachte mir so, okay, die Runden gegen ihn dann zu überstehen wird hart, weil er wirklich, man hat gemerkt, er hat sich vorbereitet, er hat Parts geschrieben, er hat wirklich harte Bars gebracht. Und bei mir hat es dann wirklich an den gewissen Ecken und Enden gefehlt. Wie gesagt, Vorbereitung. Aber es war endlich mal nach langer Zeit mal ein richtig geiles Battle. Muss ich echt zugeben, so auf einem Level. Geht es halt auch wieder um Respekt. Jetzt muss ich dich fragen, Chrome. Du bist ja quasi von der Cypher sogar bis ins Finale durchmarschiert quasi. Du hattest sichtlich wenig Probleme. Du warst sicher, souverän und dann auch Gott sei Dank vorbereitet im Finale. Fass mal kurz zusammen, wie das für dich war. Erzähl mal. Also sicher habe ich mich gar nicht gefühlt. Ich habe das mal so ein bisschen nebenbei noch geschrieben, hatte wenig Zeit, mich vorzubereiten. Und ehrlich gesagt fand ich es ein bisschen vermessen, so ein Finalpart zu schreiben, obwohl ich nicht mal weiß, ob ich auf die Bühne komme. Und dann hatte ich halt natürlich ein bisschen Schiss da oben, ob das überhaupt dann alles so funktioniert. Und hat man schon gemerkt, so, dass es nicht perfekt vorbereitet war. Aber ich denke, jetzt werde ich das intensiver betreiben und vielleicht nochmal gern wiederkommen und dann mich ordentlich sehr gut richtig vorbereiten. Das ist ein gutes Stichwort, weil du bist jetzt quasi der amtierende Champion und dann könntest du ja theoretisch bei der nächsten Show in München deinen Titel verteidigen. Ist da jetzt was geplant? Setzt du dich da jetzt an den Schreibtisch, schreibst Punches und kommst nach München oder wie ist da die Lage? Ja, würde ich sehr gerne machen. Ich hoffe, ich komme irgendwie hin. Wenn jemand aus dem Großraum Weimar, Erfurt, Jena mit dem Auto hinfährt und noch einen Platz frei hat, Leute, ich würde gerne mitfahren. So, ihr habt es gehört, der Chrome braucht auf jeden Fall noch einen Fahrer. Das heißt, wir sehen uns gleich in der Battlemania Champions League wieder. Bis dann. Jarambo Westschwanz, willkommen in der DDR. Stehst du vorm Fliesenleger Finch, fällt dir das Reden schwer. Dein ganzes Lebenswerk ist nicht erwähnenswert, denn heute fick ich dich so hart wie den Armenenzwerg. Der ist kein Thema mehr, gib mal einen Zehner her. Ich knall mir zwei Flaschen Wodka in den Schädel, yeah.